Vor langer, langer Zeit gab es in einem Wald ein verstecktes Dörfchen, in dem winzige Geschöpfe lebten. Die Schlümpfe. Sie waren herzensgut, fröhlich und freundlich. Aber es gab da noch Gargamel, den bösen Zauberer. Ein übler Bursche. Ah, ich hasse Schlümpfe! Oh, ich schnappe dich. Ich werde euch alle schnappen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue. Ich schnappe euch doch noch. Eines Tages finde ich euer Dorf und dann könnt ihr was erleben. Das Dörfchen gibt's immer noch. Und wenn ihr genau hinhört, könnt ihr Gargamels Wutgeschrei hören. Und wenn ihr lieb seid, dann könnt ihr vielleicht sogar ein paar Schlümpfe sehen. Omnibus warten zu lassen. Tja, aber auf was wartet ihr denn, Papa Schlumpf? Auf die Party, Dummerchen. Und was ist das für eine Party? Die Sommerzeit beginnt. Wir wollen gemeinsam den Sommeranfang feiern. Zeit der Beeren und Beerenkuchen. Wunderbar. Was hast du denn für ein Geschenk für Omnibus, Papa Schlumpf? Einen neuen Zauberspruch, Schlumpfine, damit es Omnibus den Sommer über nicht zu heiß wird. Papa Schlumpf, lass mich mal zeigen, wie er funktioniert. Ich rufe dich, Wind aus den Wäldern, Wind von den Meeren, bring mir eine Tüte frische Luft. Nicht Schlumpi. Bring mir eine kühle Brise. Oh, Papa Schlumpf, was ist das denn für ein toller Ding? Diese frische Brise habe ich mir für Omnibus ausgedacht. Für uns kleine Schlümpfe ist sie viel zu kräftig. Papa Schlumpf, wie kann ich denn nur den Wind anhalten? Die Formel steht auf der anderen Seite von der Schriftrolle. Papa Schlumpf, ich hab mich nicht. Tut mir schrecklich leid, Thornton. Geht's dir gut? Wunderbar. Keine Sorge, Papa Schlumpf, ich habe uns da reingeschlumpft. Ich werde uns auch wieder rausschlumpfen, ehrlich. Ihr Winde vom Osten, ihr Winde vom Westen, hört jetzt auf zu wehen, bis ich euch das nächste Mal wiedersehe. Wow, ich hab's geschafft. Ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Wie ich schon immer gesagt habe, Papa. Oh nein, Schlaubi. Gute Arbeit, Schlaubi. Sehr gut. In unser eigenes Dorf hast du uns zurückgeschlumpft. Wie Papa Schlumpf immer sagt, es ist kein guter Wind, der Schlümpfen etwas Schlechtes antut. Also nochmal von vorn. Der Sommeranfang ist eine feine Sache, Schlaubi. Vielleicht gelingt es uns ja, ihn noch irgendwann dieses Jahr zu feiern. Sehr gutes Auge. Gut gemacht. Wirklich sehr gut. Sind Sie nicht wunderbar, Peewee? Ja, wundervoll, Sabina. Sie sehen einfach toll aus. Sagen Sie mir, Graf Gregor, was halten Sie davon? Oh, Eure Majestät, wenn ich daran denke, dass ihr dieses Fest nur mir zu Ehren veranstaltet, dann fühle ich mich überaus geschmeichelt, Sire. Aber das war doch nun keinesfalls nötig. Unsinn! Nichts ist gut genug für Sabinas neuen Hauslehrer. Das stimmt doch, Sabina. Natürlich, Lady Barbara. Wie recht ihr doch habt. Ihr seid so überaus freundlich, Prinzessin. Johann, irgendetwas stimmt nicht mit dem neuen Hauslehrer. Warum denn nicht? Weil er dir nicht das Bogenschießen, das Fechten oder vielleicht das Lassowerfen beibringt? Hast du das etwa vergessen, Johann? Du hast doch versprochen, es mir beizubringen. Ich bringe es dir bei, Prinzessin. Das hier ist eine Wurfschlinge. Gib Acht, wie ich sie über den Pfosten werfe. Oh, daneben. Halt an! Halt an, Junge! Bleib stehen, sei mir doch nicht böse! Bravo! Das ist aber ein lustiger kleiner Bursche, den ihr da habt, Majestät. Sieh nur, Johann, das Pferd galoppiert mit Peewee davon. Halt dich fest, Peewee! Mami! Nennst du das vielleicht Reiten, Peewee? Sehr witzig, äußerst witzig. Sabina! Eine anständige Prinzessin lacht über so einen Unsinn nicht. Zeige jetzt Graf Gregor die Bibliothek. Zeit für den Unterricht. Ja, Lady Barbara, sofort. Das Mädchen braucht eure starke Hand, Graf Gregor. Wir können uns glücklich schätzen, euch gefunden zu haben. Sie ist ja so dumm. Nach jahrelanger Suche bin ich es, der froh ist, endlich Prinzessin Sabina gefunden zu haben.
während Sabina Unterricht hat, werden wir uns im Turnierkampf üben. Etwa mit leerem Magen? Ja! Los, auf geht's, Bayer! Auf geht! Der Erste und der Zweite! Jetzt bist du an der Reihe, Peewee! Gut, Johann! Vorwärts, Piquet! Aber Peewee, du reitest in die falsche Richtung! Das denkst auch nur du! Also los, Piquet! Der Erste und der Zweite Schinken! Oh, Peewee! Noch ein bisschen Brot und ein bisschen Käse. Wenn so der Turnierkampf aussieht, könnte ich noch Gefallen daran finden. Peewee, hoch mit der Lanze! Ich versuch's ja, aber ich habe ein ganzes Menü auf der Lanze! Oh, Johann! Entschuldige, Prinzessin, es tut mir leid, wenn ich deinen Unterricht störe, aber ich... Prinzessin? Lass sie allein, du aufdringlicher Kerl! Was habt ihr der Prinzessin angetan? Lass mich los! Ganz wie du willst! Ich mach mein Fenster wieder auf! Johann! Johann! Wenn dieser Schlingel Peewee den Unterricht von Prinzessin Sabina stört, dann werde ich... Der Zauber verliert seine Wirkung! Graf Gregor, wenn dieser Peewee euch ärgert, dann... Ah! Es gibt keinen Ärger, Lady Barbara! Ich will gerade gehen! Was geht hier vor? Wo ist Graf Gregor? Vor dir steht Gregorius der Rabenzauberer. Graf Gregor existiert nicht mehr. Wer immer ihr auch seid, lasst sofort die Prinzessin los! Du bist mir nicht gewachsen, Johann. Komm her, Sabina. Sie steht unter meinem Zauberbann. Ich werde dich retten, Prinzessin. Ja. Ah! Wie kann man nur so dumm sein? Jeder darf mal einen Fehler machen. Wartet, Gregorius. Au revoir! Los, Peewee, halte sie auf! Sie aufhalten? Ich kann sie nicht mal sehen! Oh, Johann, ich hab's geschafft! Ich hab ihn! Himmel, ich fliege! Nicht mehr lange, du kleiner Dummkopf! Klein? Niemand nennt mich Klein und Kopf ungestraft davon! Mami, Hilfe! Keine Angst, ich fang dich auf! Peewee? Ja, du fängst mich auf, hä? Irgendwie müssen wir jetzt schleunigst diesen Rabenzauberer einholen und Prinzessin Sabina retten. Hier entlang. Mensch, du musst mir erst einmal den Topf abnehmen. Später. Später, morgen, nur nicht heute. Was erzählst du mir da? Graf Gregor ist Gregorius? Ich dachte, bei dem Rabenzauberer handelt es sich um eine Legende, um eine Geschichte, die man Kindern erzählt, um sie zu erschrecken. Das dachte ich auch, Sir, bis heute. Majestät, wir müssen etwas unternehmen, um Prinzessin Sabina zu retten. Ja, Lady Barbara, ihr habt recht. Wir müssen sofort eine Suchaktion starten. Oh, vorsichtig, Johann, sei doch vorsichtig. Du hättest mir beinahe den Kopf abgerissen. Was hast du denn da? Das muss ich Gregorius gemopst haben. Wow, ich glaube, wir sind reich. Der ist ja überwältigend. Oh, was für ein hübscher Stein. Gib ihn zurück. Wer ihn findet, darf ihn behalten. Er gehört mir. Peewee, dieser Stein könnte unsere einzige Hoffnung sein, Sabina wiederzufinden. Na gut. Ich glaube, du darfst ihn dir ausleihen. Aber wie soll uns denn dieses Juwel zur Prinzessin führen? Ich hoffe, der Zauberer Homnibus weiß es. Er muss es einfach wissen. Oh, was ist geschehen? Oh, Prinzessin, doch noch erwacht. Wer bist du, Kreatur? Und was hast du mit mir vor? Als du klein warst, hat man dir doch bestimmt von mir erzählt. Von mir, Gregorius, dem Rabenzauberer. Der Mann, der sich mit dem Verbotenen eingelassen hat. Und der dafür mit einem Rabenkopf bestraft wurde. Diese Stimme kenne ich. Du warst doch Graf Gregor, nicht wahr? Nur ab und zu. Aber jetzt habe ich endlich einen Weg gefunden, um wieder ein menschliches Aussehen zu erlangen. Fantastisch! Und du bist der Schlüssel dazu, Sabina. Jahrelang habe ich nach einer Prinzessin gesucht, die so schön ist wie du. Ich werde dir niemals helfen, niemals. Du hast keine andere Wahl. Heute Nacht, wenn Vollmond ist, wird deine Schönheit eins werden mit dem magischen Herzdiamanten. Und mit diesem Stein werde ich endlich... Nein! Der Herzdiamant, er ist verschwunden. Diese aufdringlichen Jungs, bei ihnen muss ich ihn verloren haben. Kräfte der Finsternis, zeigt ihn mir jetzt, den Herzdiamanten. Er ist mein Besitz. Schneller, Peewee, schneller. Wir müssen das Juwel zu Homnibus bringen. Homnibus? Dieser alte Zauberer kann alles zunichte machen.
Die aufdringlichen Jungs müssen aufgehalten werden. Rabe, ich rufe dich an mit der Bitte, halte sie auf ihrem Ritte. Na los, los, rüber, Bayer. Hey, hast du Probleme, Johann? Vielleicht hättest du die Güte, mir zu helfen. Mami! Ich komme, Pivi! Bitte, lieber Baum, ich werde auch nie wieder Holzhack und es verbrennt. Mein Arm ist zu kurz, ich komme nicht dran. Der Baum wird sie festhalten, bis ich da bin. Ich weiß, es geziemt sich nicht für eine Prinzessin, aber... Oh, was... Pivi, wir sind frei! Du dumme Göre, wie konntest du es wagen, mich zu stören? Das ist das Wenigste, was ich tun kann. Naja, macht nichts. Mein Freund hier wird dir Gesellschaft leisten, bis ich zurückkomme. Du siehst böse aus, aber auch das wird mich nicht hindern, hier rauszukommen. Glücklicherweise hat eine anständige Prinzessin immer eine Haarnadel bei sich. Auch ich wünschte, Johann hätte mir beigebracht, wie man Schlösser knackt. Und dann, Omnibus, flog der Rabenzauberer davon und nahm die Prinzessin mit sich. Ja, ich verstehe, der alte Gregorius. Ich habe schon seit Jahren nichts mehr von ihm gehört. Kannst du uns helfen, Omnibus? Vielleicht könnte ich das. Aber zuerst muss ich ein Verteidigungsmittel gegen den Rabenzauberer brauchen. Verteidigungsmittel? Wozu denn? Ganz einfach. Weil Gregorius die Macht besitzt, Menschen in Eis zu verwandeln. Menschen in ganz richtiges Eis? Eis? Johann, da hast du den Diamanten als Eisblock, will ich lieber nicht enden. Meister Omnibus, dieser Diamant könnte uns dabei helfen, Prinzessin Sabina zurückzubekommen. Ich fürchte, nein, Johann. Um den Fluch von sich zu nehmen, braucht Gregorius nicht nur die Prinzessin, sondern auch das Juwel. Er wird gleich hier auftauchen. Hier? Gleich? Mal sehen, ob der Rabenzauberer hier durchkommen wird. Unglücklicherweise brauche ich frische Kräuter für mein... Mein Diamant! Wo ist mein Herzdiamant? Ha, sucht ihr den, Gregorius? Ich warne dich, spiel nicht den Helden, Junge! Da müsst ihr euch schon was Besseres ausdenken. Hütet euch! Lasst den Stein liegen, Gregorius! Ihr seid so langsam, Omnibus! Und jetzt zu meinem Diamanten! Hol du ihn dir, Pivi! Ich hab ihn! Ich hoffe nur, du sagst mir, was ich jetzt widerliche tun soll! Widerliche kleine Pestbeule! Bin keine Pestbeule! Oh, Mami! Lebt wohl, ihr Dummköpfe! Vielleicht klappt es das nächste Mal, Pivi. Ist das Ungeheuer weg? Ja, aber vorher hat der Omnibus verwandelt in eine Eisstatue. Johann, er macht hier alles nass. Was sollen wir bloß tun? Hallo, hallo, wir sind da! Ich kann es kaum erwarten, das Gesicht von Omnibus zu sehen, wenn wir ihn überraschen. Ja, seid ruhig, meine kleinen Schlümpfe. Überraschung! Papa Schlumpf, wir sind ganz schön froh, dass du da bist. Großer Schlumpf, was ist passiert? Oh, was ist denn mit Omnibus geschehen? Lasst mich das mal erklären. Also... Weiter fächeln, Pivi. Siehst du, Papa Schlumpf, eigentlich müssten wir Sabina retten, aber wir wagen es nicht, Omnibus allein zu lassen. Du kannst ihn doch wieder zurückverwandeln, nicht wahr, Papa Schlumpf? Leider nein, Pivi. Ich kann kein Gegenmittel schlumpfen, bevor ich nicht die Zaubermacht von Gregorius kenne. Aber ich kann nicht mehr länger fächeln. Aber bis dahin weiß ich einen Weg, Omnibus kühl zu halten. Überlass das mir, Papa Schlumpf. Ich hab den Wind doch vorhin prima hergeschlumpft. Ich bin bereit. Ich werde diesmal den Zauberspruch schlumpfen, Schlaubi. Es funktioniert, glaube ich. Dein Zauberspruch scheint zu wirken. Mein Arm tut auch schon so weh. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen den Rabenzauberer finden. Torti, du bleibst hier und achtest auf Omnibus. In Ordnung, Papa Schlumpf. Ich werde auf ihn achten. Und auch auf seinen Kuchen. Dann wollen wir diesen elenden Rabenzauberer mal suchen. Du führst uns, Papa Schlumpf? Ich? Sogar ich habe gedacht, Gregorius sei nur ein Märchen. Aber wo finden wir ihn dann, Papa Schlumpf, ne? Wenn ich nur etwas von Gregorius hätte, dann könnte ich... Kann dir dieser Beutel helfen? Das könnte gehen. Wirf ihn rüber, Pivi. Du
Oh, entschuldige bitte, Schnuffi. Kuckuck aus? Ja, genau das ist es. Er folgt dem Geruch. Ich hab's geschafft. Oh nein, meine Haarnadel. Gar nicht schlecht, Prinzessin. Aber jetzt habe ich mein Juwel zurück und du wirst dich wohl oder übel in dein Schicksal fügen. Aber was ist mit Johann, Pini und dem Zauberer Homnibus? Ich habe sie ein bisschen auf Eis gelegt. Heute nicht. Bei Vollmond werde ich mich für alle Ewigkeiten von meinem Fluch befreien. Eine anständige Prinzessin gibt die Hoffnung niemals auf. Niemals. Wir müssen zu Fuß weitergehen, Peewee. Der Boden ist zu weich für unsere Pferde. Oh. Für Frösche ist das hier schlumpfig angenehm. Seid vorsichtig, Schlümpfe. Gregorius weiß sich sicher vor ungebetenen Gästen zu schützen. Vielleicht sollte ich lieber bei Bayard und Biquette bleiben. Armer Homnibus, er würde sich sicher über diesen Kuchen freuen. Ja, ist das kalt. Es würde mir besser gefallen, wenn es etwas gemütlicher wäre. Ein kleines Feuer könnte nicht schaden. Vielleicht noch ein kleiner Holzscheit. Das sollte reichen. Mmh, wie lecker. Alle Schlümpfe anhalten! Aua! Das hier ist Treibsand. Ziemlich gefährlich. Oh! Johann, Hilfe! Halt durch, Peewee! Was wollt ihr denn? Nicht doch, ihr Raben! Wir tun euch nichts! Ich wünschte, die Raben würden genauso denken wie Papa Schlumpf. Warum sind die Raben so böse? Sie müssen unter dem Bann von Gregorius stehen. Hilfe! Ich will nicht, dass die Raben mich fressen! Hilfe! Johann, Hilfe! Hilfe! Gleich hat er mich erwischt! Da! Typisch clumsy! Mit diesem Seil werden wir sie rausziehen können. Ich werde die Raben aufhalten. Na kommt schon, ihr blöden Flattermänner! Haltet durch, meine Schlümpfe! Halten! Was machen wir jetzt, Papa Schlumpf? Keine Sorge, kleine Schlümpfe, ich habe einen Plan. Einer deiner besten Pläne war das nicht gerade. Ja, ja, jetzt stecken wir alle drin. Es gibt noch eine Möglichkeit. Schön, aber dann beeil dich, Johann. Ich bin nicht so groß wie du. Wenn ich nur rankäme. Ja, das ist es. Ich kann nur hoffen, dass es hält. Es hält, Johann, es hält. Vielen Dank fürs Rausziehen. Ja, vielen Dank, Johann. Jetzt weiß ich, wie Bayard sich fühlen muss. Es gibt nichts Besseres, als eine Schlumpfbeere über einem schlumpfigen Feuer zu rösten. Ich hoffe, Papa Schlumpf kommt zurück, bevor das Holz alle ist. Seht ihr? Das ist das Versteck des Rabenzauberers. Um da oben raufzukommen, muss man schon ein Rabe sein. Vielleicht müssen wir auch noch klettern, Peewee. Vielleicht auch nicht, Clumsy. Dumm, dass wir keine Federn dabei haben. Dumm, dass wir kein Katapult dabei haben. Das ist ja die Idee, Peewee. Schlümpfe, sammelt alle Stricke, die ihr finden könnt. Stricke? Wofür Stricke? Das erzähle ich dir später. Später. Immer heißt es später. Jetzt ist er da. Der Moment, auf den ich so lange gewartet habe. O Juwel der Finsternis, o Juwel des Lichts, Juwel der Farben und der Nacht. Saug all die Schönheit auf, die dich umgibt, und wandle sie um in meine Macht. Ah, es funktioniert! Kein Wunder, dass du mir das später erzählen wolltest. Das ist ja eine ganz fürchterliche Idee. Denk an die Prinzessin, Peewee. Du bist doch der Einzige, der sie retten kann. Wie wahr, Johann. Die Rolle des Helden steht mir ausgezeichnet. Nein, nein, Johann, es gibt doch sicher noch einen anderen Weg. Oh, das war aber knapp. Nur keine Angst, Peewee. Oh, Johann! Das wäre geschafft, Peewee. Wir klettern hoch, Schlümpfe. Haltet euch gut fest. Wenn das Juwel ihre Schönheit in sich aufgenommen hat, wird seine Kraft mich für immer in meine menschliche Gestalt zurückverwandeln. Das ist aber ziemlich unheimlich hier, Papa Schlumpf. Johann, bitte verlass mich nicht. Ich hab eine Idee. Ja, ja, und jetzt erzählst du mir später. Mami! Gute Arbeit, Johann. Johann, beinahe hätte uns der Rabe erwischt. Wo sind wir hier überhaupt? In Gregorius' Laboratorium.
Papa Schlumpf, vielleicht finden wir hier irgendetwas, um Omnibus zu helfen. Das kann ich nur hoffen. Komm schon, Peewee, es ist unsere Aufgabe, die Prinzessin zu befreien. Wenn du meinst. O Juwel der Finsternis, o Juwel des Lichts, Juwel der Farben und der Nacht. Ich werde versuchen, Gregorius herauszulocken und du befreist dann die Prinzessin, Peewee. In Ordnung, ich werde sie befreien, aber was ist, wenn der Johann... Fang all die Schönheit auf, die dich umgibt und wandle sie um in meine Macht. Graf Gregor! Johann! Ich habe dein Nest gefunden, Rabe. Das wirst du noch bereuen! Versuch es nochmal, Zauberer! Du wirst mir nicht entkommen, Johann! Ich hoffe nur, Johann wird nicht wie sein Schwert enden. Keine Angst, kleine Prinzessin, gleich bist du gerettet. Peewee sollte sich besser beeilen. Nicht mehr lange und mir wird die Luft ausgehen. Es führt kein Weg hier heraus, Johann. Da irrst du dich aber gewaltig, Gregorius. Jetzt werde ich mein Werk vollenden. Soll mein Leben auf diese Weise enden? Wir haben deinen Schrei gehört. Zum Glück sind wir noch rechtzeitig gekommen. Oh, vielen Dank, Papa Schlumpf. Ich hoffe, nur bei Peewee klappt auch alles. Soll unser Leben an einem Strick scheitern, Prinzessin? Der Mond nimmt schon ab. Ich muss die Zauberformel sofort zu Ende sprechen. Ich versuch's, Prinzessin. Ich versuch's, ja. Was stimmt denn hier nicht? Du? Du Schwachkopf! Du kleiner, hässlicher Dummkopf! Du hast alles zerstört! Oh nein! Peewee, was ist denn passiert? Och, nichts. Ich habe nur einen Diamanten in 1000 Stücke zerschmettert, Gregorius in einen Raben verwandelt und natürlich die Prinzessin gerettet. Alles auf einen Streich, nur weil ich mein Gesicht mutig vor Sabinas Gesicht gehalten habe. Toll, was? Oh, Peewee, du und dein Gesicht, das einen Diamanten in 1000 Stücke zerspringen lässt. Johann, Peewee, Schlümpfe, ihr habt mich gerettet. Wie kann ich euch das jemals danken? Ihn musst du nicht danken, sondern mir. Ich habe die gefährlichen Sachen gemacht. Oh, Peewee. Wer sagt's denn? Vielleicht ist ja doch etwas dran an dem ganzen Heldengetue. Gregorius ist vertrieben, der Herzdiamant ist zerstört, die Prinzessin Sabina ist gerettet. Aber was ist mit dem Gegenmittel für den armen Zauberer Omnibus? Wir haben ein Gegenmittel im Laboratorium von Gregorius geschlumpft. Genug für Papa Schlumpf, den Zauber zu brechen. Ich rieche was zu essen. Oh nein! Kein Feuer, Torti Schlumpf. Was hast du getan? Papa Schlumpf, es ist so kalt. Das Feuer ist ausgegangen. Oh, du hast aber gute Arbeit geleistet. Omnibus ist fast geschmolzen. Ich sollte lieber das Gegenmittel benutzen, bevor Torti noch was zum Frühstück kocht. So, Omnibus, jetzt bist du wieder der Alte. Ja, bis auf meine Mütze. Und zu essen ist auch nichts mehr im Haus. Ein ausgezeichnetes Frühstück und zum Nachtisch etwas zu trinken. Mal sehen... Ein Dutzend Eier, Sahne, Zucker, Vanille. Peewee, das ist keine Vanille. Halt, das ist aus dem Laboratorium von Gregorius. Augenblick, Peewee, ich werde dir helfen. Wer sagt denn, dass ich Hilfe brauche? Oh, ist das lecker. Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe etwas erfunden. Ich nenne es Creme aus Eis. Oder besser Peewees exquisite Eiscreme. Far, very far from here, some 2,000 miles away. That's where they live and work and play.